Ja, und weiter geht's hier in Tscherno. Und wir gehen jetzt mal. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier rüber. Okay, ich decke. Soll ich dich decken oder rennen wir beide gleichzeitig? Wir rennen jetzt, komm, los. Los! Nein, fuck, ich grieche. So. Junge, das ist immer so nervenaufreibend, weil nachdem der Dave eine Folge fertig hat, dann will er erstmal die Zahl daran schreiben. Und vor allem in so einer Situation, wo wir jetzt nicht wissen, wo der sein soll, ich mache hier die Tür zu. Wo wir nicht wissen, wo der sein soll. Ich bin nach links rein, ne? Ja, ich bin auch da. Da sind immer die ganzen Sachen. Kommt durch, ich mach Tür zu. Vermutlich liegt da oben Munition etc. Und kaum sagst du, da liegt Munition, liegt da Munition. Für mich oder für dich? Ne, für die Sniper. Also für mich. Nee, nicht für die Sniper. Ein rotten Apple. Für die Dingens. Hier liegt eine Double Rifle. Echt? Ja. Ohne Munition aber. Jawohl, was zu trinken? Bist du weiter hochgerannt? Ja, bin ich. Ich gehe hier in den Mittelgang. Hier liegt nämlich zum Beispiel ein Rucksack. Okay. Und ein Helm. Ich glaube, der ist. Ich habe eine frische Orange gefunden. Wie ich immer die ganzen frischen Sachen finde. Ey, hier liegt Muni. Ja? Nee, ist eine Matchbox. Toll. Hier ist eine SKS. Echt? Ja, ohne Munition leider. Die ganzen Alter. Waffen findet man immer nur ohne Munition. Ja, ich habe meine mit Munition mit 20 Stück gefunden. Ja, die lag zufälligerweise daneben. Nein, ich meine jetzt aber in der Knarre drin war keine Munition. Naja. Da liegt eine Pepsi. Okay, hier, also wenn man die Treppe hoch, wenn du die Treppe hochkommst, ist nichts. Alles klar. Wo bist du? Bist du in dieser erste Etage reingegangen? Oh! Okay, komm, wir gehen wieder runter. Ja, warte, warte, ich komm. Warte, lass erstmal von hier aus gucken. Ich kann keinen sehen auf dieser Seite. Ich komme. Ich gehe schon runter. Ich bin dabei, ich bin dabei. Ich mach die Tür hinter uns hier zu. Muss keiner so schnell von hinten kommen. Ich komme. Rennen wir noch auf die andere Seite. Okay, ich mache auch wieder die Tür zu. Warte, deck mich, dann kann ich was essen. Scheiße. Deck mich, ja? Ja, ess. Ich esse hier dann in der Ecke was. Alter, wie gerne ich den Spieler auch abgeknallt hätte, aber der war zu weit weg. Der konnte mal ganz klein am Horizont sehen. Warte, ich esse noch etwas. Aber der ist womöglich noch in der Stadt, ich bin mir nicht sicher. Nice, ich habe Handschellen und Handschellenschlüssel. Ich bin jedenfalls nicht mal hydrated, ich trinke mal einen Schluck. Ich bin immer noch hydrated. Hab nur Hunger. Hast du gehört, ich hab Handschellen und Handschellenschlüssel. Ja, ja. Wenn wir das nächste Mal so einen Typen finden, können wir den fesseln. Ich esse auch was, ne, du weißt Bescheid. Jetzt brauchst du nur noch einen Sack. Ja, ich muss auch noch ein klein wenig essen. Junge, Action pur. Klar, und jetzt schön was essen, ne? Ja, ja. Junge, der hat immer noch Hunger. Der isst ganze Büchsen auf. Ich weiß nicht, ob Hydrated für alles gilt. Nee, nee, auf jeden Fall nicht. Das gilt immer nur für eins. Also in dem Fall dann was zu trinken. Junge, der muss immer noch was essen, der Sack. Okay. Warte. So, na bitte. Wir gehen raus. Jo. Warte, lass hier durch den Hinterausgang. Wow. Lass hier durch den Hinterausgang. Oh, Klassenzimmer. Oh ne, falscher Hinterausgang. Ich renn. Warte, ich komme, ich komme. Ich renne jetzt auch. Bin genau hinter dir. Siehst du da einen im Hinten? Nee, ich sehe keinen. Ich bin hinter dir, ich bin hinter dir. Kann auch sein, dass er irgendwie auf eins der großen Gebäude gegangen ist. Warte. Okay, da ist niemand. Wow, immer schön gut aufpassen. Oh, Junge, es sind schon wieder kaum Spieler mehr auf dem Server. Ja? Oh, ich sehe es. Egal, es sind immer noch genug. 13. Kann sein, dass der Spieler, den wir gesehen haben, dass er irgendwie rausgejoint ist. Ja, den ich gesehen habe. Ja, ja, dass der abgehauen ist. Kann sein, muss aber nicht.
aber so oft, wenn der Server gerade eben so gut besucht war, kann auch gut sein, dass gleich wieder. Boah. Was? Das war ein Zombie, Alter. Ich dachte, da hinten steht einer. Dann hätte ich den auch erschossen. Soll ich jetzt noch ins Krankenhaus? Ja, ich gehe vor. Jo, nimm du die rechte Tür. Ich nehm in der rechten Tür ist. Die rechte Tür ist auf. Junge, geh doch nicht in die gleiche. Ja, dann geh durch. Ich wollte nur gucken, ob der jetzt direkt am Anfang einer steht. Junge, hier sind alle Türen auf. Ich sag ja, der war wahrscheinlich schon hier. Der ist wahrscheinlich aus der Stadt rausgerannt. Ja, ja, vermutlich. Dass er uns gesehen hat. Ganz ehrlich, wenn ich auch zwei Typen auf einer Straße sehen würde, würde ich auch sofort abhauen. Junge, zwei Typen, es kann. Nein, ich meine nicht aus dem Server raus, aber. Wenn wir einen ausschalten würden, wäre er nur noch alleine. Ich weiß, aber. Nein, ich meine auf jeden Fall sofort verstecken. Weil zu zweit, du hast ja gesehen, wir beide. Ich guck hier gerade aus dem Fenster, also hier ist auch keiner. Jo. Achtung, ich komme jetzt unten in die Tür rein, ne? Bei mir links war nichts. Nein, das ist einfach so krass gerade. Okay, komm runter, ich warte hier auf der Treppe auf dich. Ja. Und decke die Tür. Ich bin noch nicht ganz durch, ich habe noch aus dem Fenster gelugt und geguckt, ob da vielleicht noch irgendjemand läuft. Weiter hier aus dem Krankenhaus, hier musste man ich nur guck hier mal aus. Hier könnte man so sauber auf die Straße gucken und einfach alle abknallen. Ich weiß, selbst bei der ersten Etage, wenn man die erste Treppe hoch ist, kann man sauber auf die Straße blicken und alle abknallen. Das ist mega. Da hinten steht noch der Zombie. Eigentlich müsste ich den mal probeweise versuchen abzuschließen, mache ich jetzt aber nicht. Nein, Junge, das wäre nicht. Ich würde den aber eiskalt treffen, ich hab's ja gerade selber gemerkt. Ja, ja. Alter, ich stehe jetzt gerade auf dem Krankenhausdach. Ich gucke jetzt gerade mal, ob da hinten irgendwo einer steht. Warte, ich komme mal dazu, dann können wir gemeinsam gucken. Das Fußballfeld, Alter, wie geil. Ja, komm, lass gehen. Komm hoch. Ja. Bin dabei. Ich bin hinter dir. Geh mal raus. Will ich mal ein bisschen gucken. Nice, Fußballfeld, Mann. Geh mal was weiter raus. Ich gehe hier um die Ecke. Hier kann man noch weiter nach oben, aber. Stell dich mal dahin, ich will kurz einen Screenshot machen. Okay, fertig. Okay. Junge, Achtung aber, ne? Wenn wir hier runter glitschen. Was ist das? Junge, pass auf, wow. Ich lauf einmal quer rüber und guck, ob da hinten jemand steht. Deck mich. Mach, ich deck dich. Ich kann aber niemanden erkennen, ne? Okay, komm zurück. Lasst uns jetzt weitergehen. Auf Wiedersehen, Tscherno, und lass es einfach durchziehen und weiter. Willst du jetzt schon gehen? Nicht? Doch, wir können auf jeden Fall zum Airfield. Ja, ja, dafür müssen wir jetzt aber erstmal die Hauptstraße weiter hoch zu den anderen Städten noch. Ja, ja. Das ist der bessere Weg. Das heißt, vielleicht begegnen wir dann gleich. Wir wollen ja von den Städten auch noch was mitkriegen. Okay, ich steck dich, geh du mal raus. Und dort hinten sind wir gekommen, ne? Ja, wir müssen jetzt da lang. Warte. Okay. Hier geradeaus, ne? Jo. Jetzt hier volle Kanüle durch, komm. Jo, nur links halten. Du hast ja gesehen, wie uns das bei dem Typen gerettet hat. Da ist irgendetwas auf dem Dach dieses Hauses. Nee, der ist nichts. Ja, ja. Alter! Was? Warte auf mich. Und da verlassen wir. Sollen wir in dieses große Haus da reingehen? Steht da hinten jemand? Nee, puh. Da hinten ist aber auch noch eine Feuerwehrwache oder sowas. Da sollen wir da auch mal reingehen? Wenn wir jetzt links, wenn wir jetzt links gehen. Ja, ja, können wir machen. Okay, komm, aber wirklich nur da rein und nicht großartig aufhalten. Vielleicht noch in ein, zwei Häuser daneben, aber mehr nicht. Ja, ja. Ich habe viel zu viel Angst. Wenigstens gehen wir auch mal etwas drauf und da schießen. Warte, Leute. warte, mein. Der Fernseher meldet sich. Der sagt ja immer hier, dass ich den nicht nie benutze.
Warte, du musst mich decken, solange ich muss die Fernbedienung suchen. Toll, Alter. Ich bin da, aber warte. Lass mir das hier noch. So. Okay. Achtung, hier stehen oft Zombies irgendwo, weißt du ja. Ja. Lass mal diesen Bahnhof da rein. Nein, komm einfach geradeaus durch. Okay. Ich guck mal, ob hier irgendwo jemand steht. Aber ganz ehrlich, in der Hinsicht sind wir echt besser als Sarazza und so. Da sind wir echt draufgängerischer. Ja, also die knallen nicht so oft Leute ab. Die haben noch keinen abgeknallt. Okay, Dennis ein, glaube ich, oder Benny. Wo bist du jetzt? Geradeaus durch, Junge, wo bist du? Ich hab gesagt, ich... da bist du. Mein Gott, schnell. Junge, ich sag geradeaus durch und du rennst immer noch da hinten lang. Ja, ich bin geradeaus neben diesem Zaun durchgelaufen. Okay, ich renne jetzt Richtung Feuerwehrwache, siehst du mich? Na ja, warte doch mal auf mich. Geil, hier ist ein Gefängnis. Oh. Okay, los. Ich gehe jetzt links rein. Ich gehe auch links rein. Jetzt langsam gehen. Es liegt da. Nicht. Screwdriver. Okay, hier oben liegt ein Feuerlöscher und ein paar Anziehsachen. Hier oben liegt eine Feuerwehrsaxt und was ist das? Green Cargo Pants. Ich halte uns unten die Tür frei. Okay, ganz oben ist auch nichts. Warte, ich sehe mich hier mal kurz um. Vielleicht sehe ich ja irgendeinen. Warte. Nö, ist doch keiner. Okay, ich komme jetzt wieder runter. Warte, ich sehe mir noch mal die Sachen an. Tactical Shirt. Beeil dich, Alter, ich muss hier zwei Eingänge bewachen. Ich komme. Warte, da liegt ein Kitchen Knife und was ist das? Waffen Clean Kick, jetzt komm. Ich bin dabei, ich bin wieder raus. Hier in die zwei Villen, hier können wir noch den in die grüne und die rote. Ich gehe in die grüne. Ja, dann, okay, dann gehe ich in die rote, aber dann auch nichts wie raus aus Schermo. Ja. Viel zu gefährlich. Warte, da ist noch ein Supermarkt da vorne. Da gehen wir dann nachher auch noch mal rein. Also dieses graue Gebäude? Ja, dieses mit diesen Fenstern an der Seite. Alles klar. Und dann nichts wie raus aus Scherno. Was ist das? Jawohl, ich hab eine Orange. Frische? Ja. Hammer. Okay, in der roten Villa ist nichts. Ich guck noch eben hier aus dem Fenster, ob ich jemanden sehe. In der roten Villa ist nichts, das ist eine Kackbohnen-Villa. Ich gehe dann erst in dieses graue Gebäude rein. Ach. Deck mich von da oben. Du müsstest mich gleich sehen. Ja, ich stehe hinter dir, mehr oder weniger. Okay. Das ist wirklich ein Einkaufszentrum. Ich komm nach. Jo. Ich deck dich. Pipsi. Wow, glitscht der einfach so rein. Nee. Ich bin durchgesprungen. Durchgesprungen, ja. Das Sprite. Kugelschreiber. Ich guck mich hinten im Lager um. Ach, ich hab alles. Oder einer gekickt. Ich glaube, ich hab alles, was man zu finden hätte können. Da wurde einer gekickt. Warte, Pipsi. Hier haben wir noch einen Wasserkocher. Das Pipsi und das Sprite habe ich. So, komm raus hier. Jo. Ich bin hinter dir. Hier lang war das, ne? Ja, ja. Nur dann, während wir da langlaufen, dann ein bisschen weiter nach rechts, um wieder zur Hauptstraße zu kommen. Boah, ich hab gedacht, da wäre jemand. Boah, diese großen Häuser im Hintergrund.
glaube, ich muss für die Folge später einzelne Screenshots machen. Ich weiß schon gar nicht mehr, welche sind. Überall ein Zaum. Ey Junge, läuft der da lang? Komm weiter nach rechts. Wir müssen in der Nähe der Hauptstraße bleiben. Ich sehe dich. Ich sehe dich auch. Warte, die Folge ist zu Ende. Hier. Okay, dann verabschieden wir uns bei Let's Play. Schlägt mich hin. Daisy. Ciao.